Letztes Mal in Pokémon Schwert. Wenn wir hier mal so einen glücklichen Wurf hätten, hier so ein... Ach, wieder beim zweiten Mal wackeln raus, das Mistvieh. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich psychokinese dir auch gleich, Jens, Freund. Und nun zurück ins Abenteuer. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Pokémon Schwert. Und ich war jetzt mal kurz hier mein Team heilen, wie angekündigt. Ja, alle wieder topfit. Und hier oben wartet jetzt dieses Reporterpärchen auf uns. Erneut, die haben wir ja schon nach dem Pflanzenorden getroffen. Und gucken wir mal, was die jetzt wieder von uns wollen. Lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Ein hervorragendes Team aus Trainer und Pokémon erstrahlt hell vor der Kamera. Tja, hoffen wir mal, dass wir auch hervorragend aus diesem Kampf wieder herausgehen werden. Denn diese Route hat uns ja beim letzten Mal doch ganz schön zugesetzt. Ne? Das hat sich dann alles ein bisschen länger gezogen, als ich das geplant hatte. Und vielleicht haben wir dann doch jetzt mal die Möglichkeit... Ah, was macht man jetzt eigentlich? das eine ist auf jeden Fall Elektro, das ist schlecht. Und das andere könnte Stahl sein. Das ist eine gute Frage. Tja, gegen Elektro wäre zum Beispiel Boden mal nicht schlecht. Die Frage ist, was machen wir gegen das Elektro-Pokémon? Quatsch, gegen das Stahl-Pokémon. Wobei der Boden eigentlich auch ganz sinnvoll wäre, ne? Das ist jetzt eine gute Frage. Feuer haben wir ja leider nicht. Kampf wäre noch eine Möglichkeit. Wenn da denn Stahl mit drin ist, dann holen wir mal für Noctu Legios raus. Und... ja, unseren Illisard greifen wir mit Boden an. Gucken mal, ob uns das was bringt. Na, ja, das war auf jeden Fall ziemlich effektiv. Das hat gut geklappt. Hageln tut es auch immer noch. Das nervt mich ja mal so überhaupt nicht. So. Wie sieht es denn aus? Nahkampf ist auf jeden Fall eine ziemlich heftige Attacke. Die geht auf Klick, die Klack. Und hier machen wir nochmal einen Lebensschuss auf Illisard. Ja, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Da scheint aber auch Elektro mit drin zu sein bei Klick, die Klack. Jetzt sind wir auch noch paralysiert. Da ja, müssen wir mal gucken. Ah, verfehlt, verdammt. Aber Legios greift an. Und das war's mit Klick, die Klack. Und ein Level-Up für Flunschlick und Gortrom. Ist schon mal sehr gut. So. Togedemaru. Okay, dann haben wir jetzt an der Stelle Elektro. Nahkampf ist aber trotzdem ziemlich stark und auch sehr effektiv. Dementsprechend bleiben wir dabei. Und hier gehen wir weiter auf Illisard. Das hat ganz gut reingehauen. Und das war's jetzt mit Legios. So ein Mist. Da haben sie jetzt beide auf ihn eingeprügelt. Sag mal, ging der Lebensschuss schon wieder daneben? Das gibt's doch überhaupt nicht. Was haben wir denn noch? Flunschlick ist ja schon drin.
Nee, Apokalyp kann ich nicht rausholen. Das sind beides Elektro-Pokémon. Ich kann jetzt eigentlich nur noch Gortraum rausholen und mit Unlicht angreifen. Anders geht's gar nicht mehr. Schön. So, Abschlag. Machen wir mal auf Illisard. Das müsste auf jeden Fall reichen. Und hier machen wir mal eine Vergeltung. Naja, ja, warum nicht? So, Illisard ist damit raus. Und wenn wir jetzt zuerst Schaden nehmen sollten. Wangenruppler, toll. Naja, jedenfalls macht das ordentlich Schaden, so oder so. Ach, Leute. Ja, toll. Jetzt wäre ich wahrscheinlich mit Elektro ganz gut aufgestellt. So, was macht man jetzt? Vergeltung auf Uhafnir? Ich glaube eigentlich nicht. Wenn ich jetzt wüsste, was das im Detail ist. Uiuiuiui. Ja, ja, klar ist das sehr effektiv. Ach, das regt mich auf hier. Na gut, das bringt gar nichts, das war irgendwie klar. Ich meine, Togedemaru ist bald raus. Und wir holen jetzt mal Riffix rein. So. Den Overdrive. Achso, der geht auf beide, ja. Stopp. Dann machen wir hier eine Lehmbrühe. Die geht nämlich auch auf beide. Was soll's? Superzahn. Alter! Geht's noch? Verfehlt. Ich krieg hier einen Klatsch. Trifft das Dreckvieh überhaupt irgendwann mal? Das darf nicht wahr sein. Ah, da müssen wir Noctua wieder rausholen. Das nützt ja alles nichts. Ey, die werden uns doch jetzt hier nicht besiegen. Das darf doch nicht wahr sein. Eine Hypnose wird nicht wirken, ha? Huh? Alter, das gibt's doch überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Vieh, ey? Ja, dass das sehr effektiv ist, ist klar. Ey, das gibt's überhaupt nicht. Damit dieses Togedemaru ist immer los. Tja. Hier ist was los, ey. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann jetzt eigentlich nur hingehen. Achso, ich muss ja irgendwas reinholen. Ich kann ja hier gar nichts anderes machen. Ach, du Scheiße. Ja, was machen wir da jetzt? Wenn ich wenigstens wüsste, was das für ein Typ ist. Flunschlick ist raus. Ey, das gibt's überhaupt nicht. Ja, also, es geht doch. Meine Fresse. Bei deiner Stärke fehlen mir die Worte. Ein Trainer wie dich sollten wir im Auge behalten.
Eine Niederlage, aber zumindest konnte ich so deine Stärke aus erster Hand erfahren. Ja, das war aber ganz schön knapp. Ey, Leute, was habt denn ihr für Monster? Ich bin ja nicht mal wirklich irgendwie großartig underleveled oder sowas. Oh, stelle ich mich heute wirklich so blöd an? Das gibt's doch überhaupt nicht. Hier, nochmal nach Claw City. Ich will wieder ins Pokémon Center. Du Scheiße. Das geht gar nicht. Ja, mach mal wieder fit hier. Ich wollte vorhin schon die Frage stellen, ob wir es denn schaffen werden, in dieser Folge in Claw City anzukommen und uns da mal in Ruhe umzuschauen. Ah, die Frage ist echt noch offen. Das gibt's gar nicht. Nach White Hill, bitte. So, jetzt rennen wir hier mal schnell wieder durch. Und gucken mal, ob sich uns da noch weitere Gegner in den Weg stellen oder ob wir es dann jetzt endlich hinter uns haben. Also diese Route war echt, ich muss demnächst wohl echt mal off-cam noch ein bisschen trainieren gehen. Das geht so nicht. Ja, so kommen wir da nicht mehr ewig weiter. Krass, ey. Also, das Roy war ja ein Witz dagegen. Aber es sieht aus, als würden wir jetzt Score City erreichen. Interessant. Mal gucken, was diese Stadt zu bieten hat. Und rein da. Na, wo ist ein Hopp jetzt plötzlich hergekommen? Oh, da steht ein Riesenrad. Die Stadt ist auch London nachempfunden, oder? Hinten sah es aus, als würde da ein Big Ben stehen. Ja, aber sowas von. Naja, das ist auch volles London-Ei. Und das ist hier der Schauplatz der finalen Kämpfe, oder was? Auf jeden Fall eine schicke Stadt. Oh, wir sind wirklich hier, Score City. Hier passiert es. Hier wird die Legende von Hopp in die Geschichte eingehen. Du weißt schon, weil ich der neue Champ der Galar-Region werde. Ich würde mich da mal noch nicht drauf verlassen. Ich mache mich nur straks auf zum Stadion. Jetzt wird richtig rangeklotzt. Wir sehen uns dann beim Score-Stadion. Bis dahin, Dani. Ja gut, aber wir schauen uns, glaube ich, erstmal in der Stadt um, oder? Das ist, glaube ich, für den Moment ein bisschen interessanter, als gleich Hals über Kopf in die Kämpfe zu rennen. Denn vorher werde ich auf jeden Fall off-camp noch ein bisschen trainieren gehen. Score City, eine Metropole, die nach den Plänen des Liga-Präsidenten Rose geformt wurde. Wenn das die Londoner hören. Da ist aber auch ganz schön was los, gell? Dieses Pantimos heißt Alex und das ist super cool. Ja, mit Pantimos hatte ich schon so meine Erfahrungen. Ich knipse so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich wie kleine Glücksmomente in Konserven. Okay. Nee, ich wollte eigentlich nicht das Pokémon, sondern dich da ansprechen. Mein Pokémon ist super fotogen. Wenn wir Selfies machen, lächelt es immer extra süß. Okay. Wenn man Trainer ist, kann man überall auf der Welt Leute herausfordern. Das ist so cool. Man kann voll sehen, wie sehr Delian den Kampf liebt. Guck dir nur an, wie er dabei lächelt. Aha. Verlieren gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Haben wir das nicht schon mal gehört? Meine ja. Ich will auch bei der Arena Challenge mitmachen. Mit einem Glurak. Naja, das sind noch Träume. Trainier lieber ein Glumanda, bis es sich irgendwann entwickelt. So wird eure Bindung stärker. Das ist ein guter Tipp. Als echter Fan weinst du, wenn dein Lieblingstrainer verliert und singst dir die Seele aus dem Leib, wenn er gewinnt. Du erlebst all seine Kämpfe, als wären es deine eigenen. Ist das so?
Ich bin jetzt kein großer Fußballfan, deswegen ich kann das nicht so nachempfinden. Was muss man denn so machen als echter Fan? Ach so, naja gut, das hat sie ja gerade, hat er ja gerade erzählt. Die Stadt ist so groß, ich muss auf der Karte gucken. Okay. Gibt's hier eine Karte von dieser Stadt? Score City, ja. Ja, nö, sieht nicht so aus, als wäre da jetzt noch mehr Karte verfügbar von der Stadt selbst jetzt. Gucken wir mal, was im Pokémon Center noch abgeht. Da hätte ich gar nicht zurückfliegen müssen. Naja. Ich würde gerne ein paar der Trainer aus Galar in meine Heimatregion einladen. Ja, dann mach das doch. Such dir ein paar, lad sie ein. Ich bin extra den weiten Weg von Einal hergekommen. Vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen und auch mal diese Pokéjobs ausprobieren. Ah ja, müssen vielleicht auch mal wieder machen. Wow, in der Maschine, da befindet sich ja ein Rotom. Ja, hier befindet sich quasi überall ein Rotom. In Fahrrädern, in Handys, in, also einfach in allem. Ja, das ist ja wohl so. Oh, hier sind aber eine Menge Türen, wenn wir da überall rein können. Oh Gott, ist das groß hier. Ich sehe schon, das wird eine Weile dauern. Aber diese Straße führt hinter zum Stadion, wenn ich das richtig gesehen habe. Deswegen sparen wir uns die mal für einen Moment und gucken mal, was haben wir hier. Ist das nicht die Monorail? Interessiert mich jetzt mal. Ein Riesenrad, puh. Ich hab's doch nicht so mit Höhen. Ah, können wir damit fahren? Ich will eine Rundreise durch die ganze Galar-Region machen. Was gibt's da Besseres, als ins Riesenrad zu steigen? Das ist richtig. Verkaufst du mir ein Ticket fürs Riesenrad? Manche Pokémon lieben die Gleise und sorgen bisweilen für unterhaltsamen Ärger. Aha. Wie sieht's aus? Was gibt's hier Schönes? Ach, das Schild kann ich gar nicht anwählen. So, hier haben wir. Wohin möchtest du mit dem Zug fahren? Brassbury, Naturzone, Engine, Kielten, Claw, Whitehill. Nee, weder noch. Was sagten die hier an der Info? Score City ist so riesig. Dank der Monorail und den Flugtaxis kann man sich aber zum Glück einwandfrei zurechtfinden. Ach so? Wie ich höre, hast du die Arena-Mission des Klarstadions bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Achso, das Warnsortiment hat sich erweitert. Ja, nee, erstmal nicht. So, was bist denn du hier? Achso, der Laden ist nicht besetzt. Ich verstehe. Meine Pokémon stehen total auf Musik. Gefällt ihnen ein Song, sind sie nicht mehr zu halten. Okay. Kann ich verstehen. Im Stadion bin ich so auf die Kämpfe fixiert, dass ich einfach nichts essen kann. Deshalb fordere ich jetzt schon mal was. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Idee. Es kommen so viele Touristen nach Score City. Da ist es wichtig, dass ich etwas für jeden Geschmack habe. Ja, das macht Sinn. Das ist sicherlich das bessere Geschäftsmodell. So, auf was stoßst du hier? Rundfahrten? Haben Sie die Monorail? Oh, ich bin irgendwie müde. Entschuldigung, da haben sie die Monorail wohl diesen typischen Londoner Doppeldeckerbussen nachempfunden, diesen roten. Oh Mann, ja, man muss also die Monorail nehmen, wenn man den Rose Tower erreichen will. Rose Tower? Aha. So was hier. Hier entlang geht es zu einer der berühmten Monorail-Haltestellen von Score City. Die Monorail dreht immer zu ihrer Kreise in Score City. Einfach toll. Ja, gucken wir mal, wohin möchtest du fahren? Hotel La Rose Ronde und zum Score-Stadion. Wollen wir das weder noch? Wir bleiben erstmal hier. Wegfahren können wir später immer noch. Ich möchte mich erstmal hier in der Gegend weiter umschauen. Dann ging es ja nochmal nach links. Achso, nee, hier ist eine verschlossene Tür. Da kommen wir nicht durch. Gut. Okay, dann gehen wir mal weiter nach links erstmal. Schauen uns da mal um. Hier ist auf jeden Fall noch einige. Oh ja, hier ist noch richtig was los, würde ich sagen. Oh, hier liegt noch ein Item. Ein Top-Beleber, ne? Ist doch schön. So, was ist mit dir? Wartest du dann drauf, dass die Telefonzelle frei wird? Bin schon auf deine Maximierung gespannt, okay? So, wie sieht's noch so her? Hallo, ja. Ich habe noch Stadion-Tickets gekriegt, komm rüber. Okay. Also, potenzielle Zuschauer, vor denen wir uns irgendwann später mal nicht blamieren sollten.
Ist doch toll, dass wir mit so riesigen Pokémon friedlich zusammenleben können. Oh, warum auch nicht? Das ist das groß. So, ja, wie gesagt, hier hinter ging es meiner Meinung nach eher zum Stadion und rechts ist so ein Park. Da müssen wir auf jeden Fall später nochmal reinschauen. Aber erstmal gehen wir hier den Weg. Dann gibt es nämlich scheinbar noch ein paar Läden und Zeug. Ist hier links noch was? Und da vorne. Hier ist wieder so ein Barista drinne. Da hat uns ja schon mal einer platt gemacht, weil wir überhaupt nicht auf Fee vorbereitet waren. Ja, hier gibt es einen Klamottenladen. Vielleicht kriegen wir hier noch was Stylisches. Lass mal doch glatt mal gucken. Was erzählt denn ihr eigentlich so? Boah, Dillians Mantel in Kindergröße ist überall ausverkauft. Das ist vielleicht auch besser so. Du wirst doch deine Kids nicht als Mantel in der Werbetafel rumlaufen lassen. Die Kostüme hier sehen ja mal gar nicht so aus wie die Pokémon, die sie darstellen sollen. Also, dass das ein Evoli sein soll, erkennt man eigentlich ganz gut. Was sagst denn du eigentlich? Gefällt dir das? Ich finde es besser, wenn wir immer alle Kostüme tragen würden. Dann könnten wir uns bestimmt auch viel schneller mit Pokémon anfreunden. Ja, du, also das glaube ich nicht, dass die das nicht mitkriegen würden. So, wir kommen in der Boutique. Schauen wir doch mal. Also T-Shirts gibt es hier keine. Trainingsjacken kriegt man hier. Motorradjacke. Oh! Also die ist ja cool, ne? Die ist ja schon irgendwie cool, aber die ist, Alter, 111.300, wollt ihr mich veräppeln? Ne, da muss ich erstmal noch ein bisschen sparen, das geht nicht. Ne, den Einkauf will ich trotzdem noch nicht beenden. Wie sieht's denn aus hier mit Hosen und so? Leder-Mini-Rock. Okay, der ist cool. Den gibt's auch in schwarz. Aber 78.000, Alter. Ah, das ist noch ein bisschen heftig, aber ich glaube, hier werden wir uns wahrscheinlich später eher mal ausstatten. Oh, Jeans. Die ist relativ günstig. Okay, das könnte man sich mal überlegen bei Gelegenheit. Eine lange Lederhose eher nicht. Hier gibt es auch wieder Kleider. Kleid mit Schleife. Gibt es noch Kleid mit was anderem? Nicht wirklich. Leggings mit Muster. Overknees. Neon-Zeugs, ja alles. Ich weiß nicht. Halbschuhe, Punk-Sternchen. Nee. Creepers. Ja, höchstens die schwarzen, aber ich glaube, unsere Boots sind schon ganz okay. Das passt schon. Sportrucksack. Geist. Gibt es noch andere Rucksäcke? Ledertaschen. Leder. Reisekoffer mit Nieten. Echt. Ach nee, hä? Das sieht doch furchtbar aus. Wieso wird mir die Sportkappe nicht angezeigt und die Strickmütze auch nicht? Sonnenbrillen denke ich auch eher nicht. Was haben wir hier an Handschuhen? Lederhalbhandschuh. Also das könnte man machen, ne? Ja, den nehmen wir mal mit. Warum denn nicht? Will ich den Einkauf beenden? Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht doch noch so eine Shorts hier mitzunehmen in schwarz. Ja, will ich. Ja, dann möchte ich gerne beenden. Und dann gehen wir hier mal noch mal kurz in die Umkleidekabine. Und unter Socken war das, ne? Genau, das sind die, die wir jetzt tragen. Was, lange Socken? Schwarz? Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kurze Sportsocken, Standard. Ja, das schon eher. So habe ich mir das gedacht. Jep. So, bleibt mal jetzt erstmal. Mal wieder ein bisschen eine Stiländerung. Und dann gucken wir uns hier weiter um. Hier hinten ist nochmal ein Frisurenladen, aber ich habe mir, wie gesagt, sagen lassen, neue Frisuren wird es nicht geben. So, hier hinten geht es auch noch runter. Wo geht's denn hier hin? Auf die andere Seite noch rüber, oder was? Das ist nochmal ein Verbindungsweg. Es sieht jedenfalls stark danach aus. Ja, das ist ein Weg zu dieser
anderen Gasse, die da hochging, wo ich gesagt habe, es geht zum Stadion. Na, dann gucken wir jetzt aber trotzdem nochmal, was da hinten das große Gebäude ist. Was habt ihr hier? Ganz schön groß, unser Riesenrad, oder? Wir nennen es den Überroller von Galar. Ach du Scheiße, was sind das für ein Name? Meine Schwester hält mal wieder Käse. Ach so, ich verstehe. In dieser Stadt ist immer was los, das glaube ich. Brücken verbinden einen Ort mit einem anderen. Deshalb kann man sie auch als Symbol für die Freundschaft verstehen. Das finde ich eine schöne Assoziation. Wo sind hier los? Ah, hier haben wir das Taxi. Okay. So, was ist mit euch noch? Dieses Pokémon hier hat uns ganz brav bis zum Hotel getragen. Aha, das ist ja also ein Hotel. So ein tüchtiges Pampros, es beschwert sich nie, egal wie viele Leute es schleppen muss. Aha, da habt ihr Glück. So, hier liegt noch ein Item, ich hab's mir doch fast gedacht. Ein Riesennugget. Siehste, wir wollten ja auch noch mal ein bisschen Zeug verscheuern. Pokémon können alles, kämpfen, in Hotels arbeiten, einfach alles. Ein richtig guter Pokémon-Kampf wirkt regelrecht elektrisierend auf den Körper. Ich habe großen Respekt vor Trainern, die solche Matches hinlegen können. Okay. Ist das so? Warum hast du es nicht selbst mal ausprobiert? Naja. Oh. Hier Schwert. Dings, Gedöns, ja. Ah, was ist mit euch? Ich bin auf Einladung von Makrokosmos hier, um mir einige Matches anzusehen. Ein Match wird gleich viel interessanter, sobald Promis im Publikum sitzen. Na, was bist du für ein Promi? Hab noch nie von dir gehört. So, was ist mit dir? Gibst du mir das? Wir Portiers haben es nicht leicht. Sieh dir die ganzen Leute an, die hier ein- und ausgehen. Und trotzdem darf ich mir keinen einzigen Fehler erlauben, ein Ding der Unmöglichkeit. Wenigstens haben wir Pokémon, die uns bei der Arbeit helfen. Na, verstehe. Man könnte froh sein. Diesmal sind wir nicht im Privatjet, sondern auf seinem Waschakwil nach Galar geflogen. Die Reise war gelinde gesagt etwas anstrengender als sonst. Okay. Habt aber einiges auf euch genommen. Wo kommt denn ihr eigentlich her? Ich reise gerne auf meinem Waschakwil. Hör nicht auf meine Frau. Sie hat wirklich an allem etwas auszusetzen. Okay. Du bist der Fluffigere von euch beiden, nehme ich an. So, was haben wir hier noch? Ich gehe meinem Beruf als Empfangsdame mit den professionellsten Ansprüchen an. Ich helfe Menschen wie auch Pokémon, selbst wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Das ist vernünftig. Gerade stehen, vornehm lächeln, auch wenn der Schuh noch so sehr drückt. Oh, ihr habt aber strenge Regeln hier. Wir freuen uns, Sie im La Rose Ronde willkommen zu heißen. Und bitte fühlen Sie sich ganz zu Hause und genießen Sie unseren weltberühmten 5-Sterne-Service. Was soll der kosten? Na, kommen wir hier in die Aufzüge rein? Sieht nicht so aus. Nee, hier dürfen wir scheinbar nicht. In den anderen Gasthäusern durften wir ja. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kriegen wir hier später noch eine Einladung oder sowas. Gut, dann würde ich vorschlagen, das nächste Mal schauen wir uns in der Gasse da drüben um. Jetzt haben wir den ersten Teil von Score City gesehen. Und ja, da drüben warten noch einige Gebäude, einige Hauseingänge auf uns, einige Türen, die wir eintreten können und wo wir dann mal spontan den Leuten da drinnen ein Ohr abkauen können oder eher die uns ein Ohr abkauen werden. Und bis wir dazu kommen, wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein.